Herzlich willkommen zum vorerst letzten Video in unserem Optionshandel Grundlagenkurs. Heute stellen wir uns der Frage, welche Optionen man denn genau auswählen soll, wenn man zum Beispiel eine Cash-Secured-Put-Strategie verfolgen möchte. Also welchen Strike wähle ich aus, wie weit sollte ich in oder aus dem Geld gehen, damit ich auch mit einer hohen Sicherheit Gewinn mache. Genau diese Fragen wollen wir heute klären, deswegen bleibt dabei, es geht sofort los. Dann werfen wir erstmal einen Blick auf die Kursübersicht. Wir haben ja schon einiges hinter uns gelassen mit einer grundlegenden Einstiegsdefinition, dann ein paar Strategien vorgestellt und jetzt am Ende wollen wir uns dann ein bisschen mehr der Praxis widmen mit der Optionsauswahl. Und dafür stelle ich euch natürlich auch ein Tool zur Verfügung. Dann schauen wir erstmal, was euch in diesem Video erwartet. Und zwar gehen wir erstmal auf die grundlegenden Auswahlkriterien ein, anhand denen wir die Optionen auswählen möchten, auf was wir achten sollen sozusagen. Dann müssen wir uns anschauen, wie wir den Cashflow bestimmen können, den wir mit unserer Option erzeugen können. Genauso wie den Sicherheitspuffer, den wir berechnen können anhand des Optionsstrikes und des aktuellen Kurses zum Beispiel. In der Risikoabschätzung gehen wir darauf ein, wie wir ein optimales Verhältnis von Cashflow und Sicherheitspuffer erreichen können. Und am Ende schauen wir natürlich, wie wir dann einen Aktienvergleich realisieren können mit dem Tool, was ich euch hier zur Verfügung stelle. Und wir fangen erstmal mit den Auswahlkriterien an. Und das Ganze gehen wir anhand eines Cash Secured Puts an der Palantir-Aktie durch. Ich habe den Kursverlauf der letzten paar Monate mal hier mitgebracht. Und natürlich, wie bei jeder Optionsstrategie, sollte es sich dabei um eine gute Aktie handeln. Ja, also wir sollten zum Beispiel bei der Cash Secured Put-Strategie nichts dagegen haben, diese Aktie auch zu besitzen. Und da gehört natürlich dann auch mit dazu, dass die Aktie Gewinne schreibt, weiter wächst, in einem guten Markt ist und so weiter. Das habe ich hier mal unter guter Aktie zusammengefasst. Wenn ihr noch mehr zum Thema Aktienauswahl für die Cash Secured Put Strategie erfahren wollt, dann schaut doch nochmal in dem Video über die Cash Secured Puts vorbei. Ich blende es hier oben rechts nochmal ein. Dann hängt natürlich die Auswahl der Optionen auch stark davon ab, wie volatil die Aktie gerade ist. Haben wir eine sehr volatile Aktie, müssen wir eventuell einen Strike nehmen, der ein bisschen weiter weg von dem aktuellen Kurs ist, damit die Wahrscheinlichkeit nicht zu hoch wird, dass wir auch zugewiesen werden. Und je weiter wir die Laufzeit in die Zukunft wählen, desto mehr Spielraum geben wir der Aktie, weil wir auch höhere Prämien an der Stelle dann einnehmen können. Aber grundsätzlich ist unser Ziel, dass wir eine maximale Chance sozusagen erreichen, also einen höchstmöglichen Profit über eine gewisse Dauer bei einem minimalen Risiko. Ein minimales Risiko heißt, dass wir einen relativ großen Puffer erreichen. Und die Stellschrauben, die wir haben, ist erstmal die Wahl des Strikes der Option. Ich habe das hier rechts mal in der Palantir-Aktie gehighlightet. Drei Optionen mit drei verschiedenen Strike-Daten mit der Laufzeit bis zum 20. August. Da haben wir einmal ganz unten diese rot gestrichelte Linie für 22 Dollar Strike, dann 23 und 24 Dollar. Jetzt müssen wir natürlich anhand der Volatilität, die wir in der Vergangenheit dieser Aktie gesehen haben, entscheiden, für welchen Strike-Preis wir uns hier entscheiden. Ja, wie viel Puffer wir der Aktie einräumen, wie weit darf sie fallen. Ja, Sie müssen auch so ein bisschen den Kursverlauf der Aktie vorausahnen können. Und natürlich hängt es auch stark davon ab, wie teuer die Optionen gerade für Palantir sind. Ja, also wie viel Geld wir einsammeln können, wenn wir eine Option verkaufen. Also wir wollen den Strike so wählen, dass wir eine maximale Chance bekommen mit einem hohen Profit bei minimalem Risiko, also einem volatilitätsangepassten Puffer der Aktie. Da schauen wir uns erstmal die Rendite an, die wir erzielen können mit diesem Cash-Secured-Put. Die Rendite beim Cash-Secured-Put wird durch den Zeitwertverfall gegeben, also der extrinsische Wert der Option. Die Menge des Zeitwerts der Option hängt jetzt stark davon ab, wie weit der Strike-Preis der Option vom aktuellen Kurs entfernt ist. Und dabei gilt immer, je näher wir am aktuellen Kurs dran sind, desto höher ist der Zeitwert der Option. Also at the money, ATM, ist der Zeitwert sehr hoch. OTM, out of the money, ist der Zeitwert niedriger und in the money ist der Zeitwert auch niedriger. Aber da stellt ihr euch natürlich die Frage, wie kann es denn sein, Put-Optionen, die im Geld sind, die sind doch immer relativ teuer, da kriegen wir ja richtig viel Prämie. Aber Vorsicht, da setzt sich ja die Prämie aus dem inneren und dem Zeitwert zusammen. Also muss der Kurs erst noch steigen, um inneren Wert zu verlieren und dann fahren wir keine Cashflow-Strategie mehr, sondern eine Spekulation. So, und wie ergibt sich jetzt die Rendite? Ich habe es hier oben nochmal aufgezeichnet. Die Rendite ist dann der Zeitwert der Option durch den aktuellen Aktienpreis. Ja, also wenn wir relativ nah am Geld sind, dann kriegen wir dementsprechend einen sehr hohen Zeitwert zum aktuellen Aktienpreis, also eine hohe Rendite pro Monat. Das ist dann hier auch angegeben in Prozent pro Monat. Es wird dann einfach umgerechnet, wie viel man über die Haltedauer der Option bekommen würde, auf einen Monat dann hoch, damit wir auch unterschiedliche Laufzeiten miteinander vergleichen können.
Und jetzt könnt ihr euch sicherlich denken, je weiter wir jetzt weggehen vom aktuellen Kurs nach unten, jetzt hier bei der Palantir-Aktie zum Beispiel, statt den 24er-Put, den 23er-Put verkaufen, kriegen wir weniger Zeitwert. Wenn wir den wenigen Zeitwert durch den Aktienpreis teilen, der sich ja jetzt noch nicht geändert hat, dann kriegen wir dementsprechend eine niedrigere Rendite. Ja, also je weiter wir weggehen vom aktuellen Preis, desto kleiner wird die Rendite pro Monat. Aber jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, je weiter wir nach unten weggehen vom aktuellen Kurs, desto geringer wird ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir zugewiesen werden. Und diese zwei Sachen müssen wir jetzt in Einklang bringen. Wir müssen ein gewisses Risiko definieren, was wir bereit sind einzugehen, damit wir noch eine einigermaßen gute Rendite bekommen bei einem relativ guten Risiko. Also ein gutes Rendite-zu-Risiko-Verhältnis. Und da reden wir natürlich schon um den Sicherheitspuffer. Ja, wie ist der Sicherheitspuffer definiert? Natürlich ist er erstmal wieder volatilitätsabhängig. Also je volatiler die Aktie ist, desto mehr Sicherheitspuffer brauchen wir eigentlich, um halt nicht in den Verlust zu rutschen. Also bei einer volatilen Aktie einen hohen Sicherheitspuffer, bei einer ruhigen Aktie, also weniger volatil, einen niedrigeren Puffer. Der Puffer wird dann so bestimmt, dass wir den Abstand vom aktuellen Kurs zum Strikepreis haben. Das wäre einmal hier der Aktienpreis minus Strikepreis, also AP minus SP, hier in grün gehighlightet, oben im Text und unten auch im Bild mit dem grünen Pfeil. Und dann kriegen wir noch eine Prämie für unsere Option, jetzt hier in blau, auch oben wieder in Schrift und unten im Pfeil. Die würden wir dann noch dazu addieren. Und wenn wir diese Distanz dann durch den aktuellen Aktienpreis teilen, haben wir unseren Sicherheitspuffer in Prozent. Und weil dieser Sicherheitspuffer so stark von der Volatilität abhängt, nutzen wir jetzt einfach eine andere Angabe, um den Sicherheitspuffer festzulegen. Nämlich, wir arbeiten mit der Zuweisungswahrscheinlichkeit. Ja, also wir geben ein bestimmtes Kursniveau an, wo wir nicht drunter fallen sollten, weil es darunter wahrscheinlich wird, dass wir zugewiesen werden. Und genau diese Wahrscheinlichkeitsverteilung gibt uns dann unseren Sicherheitspuffer. Und der wird später dann automatisch berechnet. Deswegen jetzt hier nur die Definition des Sicherheitspuffers. Aber wie wir genau diesen Sicherheitspuffer am Ende bekommen, das zeige ich euch jetzt in der nächsten Folie. Nämlich mit der Risikoabschätzung, und ihr habt es geahnt, und natürlich nutzen wir dafür die Funktion unserer Trendinvestment-Kristallkugel, weil genau dafür ist sie ja gemacht. Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, wie sich der Kurs in einer bestimmten Anzahl von Tagen in der Zukunft weiterentwickeln könnte. Und mit dieser Information kriegen wir dann unseren Sicherheitspuffer. Und wie berechnen wir jetzt die Änderung des Kurses in einer bestimmten Anzahl von Tagen in der Zukunft? Da schauen wir uns jetzt einfach mal hier einen Kursverlauf an mit dem dazugehörigen gleitenden Durchschnitt. Das könnte jetzt hier zum Beispiel der 20-Tage gleitende Durchschnitt sein. Und dann schauen wir jetzt, wie waren jeweils die Kursveränderungen an einem bestimmten Tag, 10 Tage in die Zukunft, und zwar von dem Moving Average aus zum Schlusskurs nach 10 Tagen. Da sehen wir jetzt hier in Rot eine prozentuale Änderung von minus 2% in 10 Tagen, ja, vom Moving Average zum Schlusskurs. Dann nehmen wir diese minus 2% und tragen die hier rechts auf dem Diagramm auf. Ja, machen einen Punkt sozusagen bei minus 2%, weil der Kurs ja jetzt in dieser 10-Tages-Spanne einmal um minus 2% gefallen ist. Dann wandern wir einen Tag weiter nach rechts, ja, nehmen da wieder die 10 Tage. Unterschied vom Moving Average zum Tagesschlusskurs und sehen, okay, da ist der Kurs jetzt mal um 4% gefallen. Also tragen wir auf unserem Diagramm rechts wieder einen Punkt bei minus 4% ein. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Und dann am nächsten Tag sieht es folgendermaßen aus. Da ist vom gleitenden Durchschnitt der Kurs auf minus 2% gefallen zum Tagesschlusskurs nach 10 Tagen. Also tragen wir bei minus 2 einen zweiten Punkt auf. So, und wenn wir das jetzt für eine gewisse Anzahl in der Vergangenheit des Kursverlaufs machen, ergibt sich wahrscheinlich solch eine Verteilung. Ja? Das ist dann eine Gauss-Verteilung der Aktienkurse, ja? Nach 10 Tagen. Der Erwartungswert liegt irgendwo bei 0, wenn der Kurs seitwärts gelaufen ist. Und dann gibt es natürlich Ausreißer nach oben und nach unten, im positiven als auch im negativen Prozentbereich. Und diese Verteilung können wir jetzt nutzen, um bestimmte prozentuale Bereiche herauszusuchen, wo der Kurs landen könnte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das sieht dann nämlich folgendermaßen aus. Da haben wir einmal den Palantir-Kurs auf der linken Seite. Das rote ist der 9-Tage gleitende Durchschnitt. Und auf der rechten Seite sehen wir jetzt die diskrete Verteilung der Wahrscheinlichkeiten, wie sich der Kurs in der Vergangenheit entwickelt hat. Jetzt hier nicht mehr in Prozent, sondern hier schon auf den aktuellen Kurs umgerechnet, sodass wir hier wirklich auch die Kurse sehen und nicht nur eine gewisse prozentuale Änderung. So, und jetzt können wir anhand der Fläche unter dieser Kurve bestimmen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Kurs in diesem bestimmten Bereich landen wird. Ja? Also wenn wir jetzt unten zum Beispiel 30% der Fläche haben, dann heißt das, der Kurs hat eine 30%ige Wahrscheinlichkeit, am Ende der Laufzeit in diesem Bereich zwischen, ich sag ungefähr mal 17 bis $22,50 zu landen.
und die Wahrscheinlichkeit beträgt wiederum 70%, dass der Kurs oberhalb von 22,50 Dollar landet, sodass wir auf Summe dann insgesamt 100% kommen. So, und jetzt sehen wir schon, also je volatiler die Aktie ist, desto größer sind auch diese prozentualen Unterschiede und dementsprechend ergibt sich dann eine andere Schwelle. Ja, also die Volatilität des Basiswertes wird dann einfach hier in diese Wahrscheinlichkeitsverteilung mit übertragen und wir können jetzt einfach durch die Festlegung dieser prozentualen Grenze, also wir sagen, wir wollen mit einer Wahrscheinlichkeit von maximal 30% zugewiesen werden, kriegen wir dann sofort einen Kurswert geliefert, unter dem wir unseren Strike verkaufen müssen, damit die Wahrscheinlichkeit nicht zu hoch wird, zugewiesen bekommen. Also müssen wir uns um den absoluten Sicherheitspuffer erstmal keine Gedanken machen, sondern wir nutzen einfach das Tool, das bestimmt dann die Wahrscheinlichkeiten, in welchem Bereich wir landen und wir verkaufen dann einfach eine Option unterhalb dieses Schwellwertes, den wir bekommen. Und wenn wir dann den aktuellen Preis der Option haben, den Strike-Preis, den wir brauchen, die Laufzeit haben wir vorgegeben, mit welcher Zuweisungswahrscheinlichkeit wir leben können, dann können wir einfach schauen, wie teuer diese Option gerade ist für den Strike-Preis, den wir berechnet haben. Und anhand des Preises der Option können wir dann die Rendite bestimmen und auch unser Sicherheitspuffer. Weil das natürlich alles sehr kompliziert ist und man sehr viel hin und her eintragen muss und vielleicht in Excel-Tabellen das alles verfolgt, ja, habe ich natürlich eine ganz einfache Lösung für euch bereitgestellt. Und zwar alles, was ihr braucht, sind die Aktien, die ihr vergleichen wollt, die Laufzeit, zu welcher ihr die Option verkaufen wollt, welches Risiko ihr eingehen wollt, ja, also Zuweisungswahrscheinlichkeit kleiner 30% zum Beispiel, dann bekommt ihr von dem Programm erstmal die Option angezeigt, die ihr verkaufen solltet und auch den Profit, den ihr mit dieser Option erreichen könnt. Ja, also Profit pro Monat, jetzt hier bei Apple zum Beispiel, im oberen Beispiel bei 0,4% mit einer Downside Protection von 11,34%. Und ihr würdet dann für den 125er Put hier 91,50 Dollar bekommen. Und ihr seht auf der rechten Seite, ich habe nochmal den Put-Strike mit diesem rot gestrichelten Linie eingezeichnet. Wäre die Wahrscheinlichkeit sogar noch kleiner, weil wir relativ weit weg sind von dem Übergang vom roten zum grünen Bereich mit dem Strike-Preis. Aber wir gehen natürlich auf Nummer sicher und nehmen den tieferen Strike-Preis und nicht den höheren, damit wir auf jeden Fall unterhalb dieser 30% bleiben. Dann bei AMD zum Beispiel in der Mitte würden wir dann den 80er Put verkaufen, da würden wir 85,50 Dollar bekommen mit einem Profit pro Monat von 0,6% bei einer Downside Protection von 16,43%. Also AMD hier wohl ein wenig volatiler als Apple, weil die Downside Protection hier größer ist. Aber über die müssen wir uns ja keine Gedanken machen, weil die wird ja anhand der Volatilität bestimmt. Wir schauen uns eigentlich nur den Profit pro Monat an, den wir erzielen können. Also würde AMD hier schon mal ein bisschen besser abschneiden. Und am Ende dann noch Palantir, da sollten wir dann den 22er Put verkaufen. Dafür würden wir 89 Dollar bekommen und das wären ganze 2,4% pro Monat an Profit, die wir einnehmen würden. Und die Downside Protection beträgt hier 13,6%. Also jetzt hier in dem Vergleich zwischen Apple, AMD und Palantir würde Palantir am besten abschneiden mit 2,4% pro Monat. Und so könnt ihr einfach eure Optionskandidaten miteinander vergleichen, um zu ermitteln, wo kriegt ihr den meisten Profit. Aber das schauen wir uns jetzt natürlich auch im Tool nochmal direkt an. So, dann schauen wir doch mal in die neue Version des Option Masters, mittlerweile auf Version 2.0 angekommen. Warum 2.0, das seht ihr dann gleich. Erst einmal muss ich nochmal erwähnen, dass ich ja diese Tools mittlerweile für alle kostenlos zur Verfügung stelle, weil ich mich von diesem Mitgliedsbeitragsmodell umentschieden habe auf ein spendenbasierendes Modell. Dementsprechend, falls ihr das Programm nutzt und daran Freude habt und es euch in eurer Anlage unterstützt, könnt ihr mich natürlich auch gern, also mich und unseren Kanal natürlich auch gerne unterstützen, indem ihr hier über den Donate-Button dann eine Spende abgebt. Ich freue mich natürlich, das wandert natürlich alles in unser Kanal Musterdepot. So, aber dann gehen wir erstmal auf die neuen Features ein. Und zwar könnt ihr wie immer hier links eure aktiven Positionen hinzufügen. Wenn ihr bereits Puts oder Calls auf eine bestimmte Aktie eröffnen wollt, dann schreibt ihr einfach hier den Namen rein, das Ticker-Symbol auf Add und dann kommt hier zum Beispiel Palantir mit dazu. Dann haben wir auf der rechten Seite die Optionskette. Dafür könnt ihr oben einfach ein Auslaufdatum wählen, jetzt hier zum Beispiel der 20.8. Und dann haben wir auf der linken Seite die Strike-Preise oder auch in der Mitte dargestellt und dann die Call-Preise, einmal der Ask und Bid und auf der rechten Seite dann die Put-Preise, Ask und Bid. Und wenn ihr jetzt hier schon auf diese einzelnen Preise draufklickt, wird das Ganze übertragen in die Eingabemaske, wo ihr dann Positionen hinzufügen könnt. Und wenn wir jetzt, wie in dem Beispiel gesagt, den 23er Put zum Beispiel verkaufen wollen, wird dann auch euch gleich die Griechen mitberechnet hier, wie groß die implizierte Volatilität dieser Option ist und auch direkt unser Profit pro Monat, der jetzt hier bei 2,9% an der Stelle liegt und auch die Downside Protection. Also
Damit seht ihr immer, wenn ihr einfach durch die Optionen durchklickt, wie sich das mit dem Profit und der Downside Protection verhält. Aber weil wir auch einige Aktien miteinander vergleichen wollen, wechseln wir jetzt einfach hier in diesen Analyse-Tab. Und dann sehen wir jetzt hier eine neue Maske. Das hat sich ein bisschen geändert in der Version 2.0. Und zwar können wir jetzt hier einfach erstmal Ticker in unsere Watchlist hinzufügen. Wie vorhin in der Folie zum Beispiel Apple, also AAPL. Da müssen wir einfach den Ticker hinzufügen, Enter drücken, dann kommt es mit dazu. AMD und vielleicht auch Palantir, PLTR. So, wenn ihr jetzt eins von diesen Tickern auswählt, dann erscheint erstmal hier wieder die Liste mit den Expirations, also wann die Auslaufdaten sind sozusagen. Und wenn ihr dann ein Datum wählt, dann ändert sich auch gleichzeitig die Days in the Future. Also wird dann schon direkt geschaut, wie weit ist dieses Auslaufdatum in der Zukunft entfernt, damit wir das nicht von Hand eintragen müssen. Wenn wir die Days in Future von Hand eintragen, dann verschwindet diese Expiration und wir haben unsere ganz normale Kristallkugelfunktion sozusagen. Ja, also wenn wir jetzt hier auf Analyse klicken, dann erscheint hier unsere etwas überarbeitete Kristallkugelversion. Das sind wieder Lookback Days 100 Tage und wir schauen 7 Tage in die Zukunft und dann ergibt sich jetzt hier, genau, gibt es hier wieder den Kursverlauf und wo der Kurs in Zukunft landen soll. Mittlerweile ist dann die Wahrscheinlichkeitsverteilung auch hiermit aufgetragen und diese Grenze, diese schwarz markierte Grenze hier, ist jetzt gerade auf 30% eingestellt. Das sehen wir auf der linken Seite. Dort könnt ihr dann auswählen, wie groß das Risiko sein soll, sozusagen jetzt hier bei dem Short Put zugewiesen zu werden. Wenn wir das jetzt hier zum Beispiel auf 70% hochfahren und dann nochmal auf Analyse klicken, dann würde sich diese Grenze jetzt hier nach oben verschieben. Ja, dann haben wir eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, zugewiesen zu werden. So, ich stelle es mir wieder auf 30. Genau, und dann habe ich ja eben schon gesagt, jetzt kann man hier nicht nur auswählen, dass man einen Short Put verkaufen will zum Beispiel, sondern auch einen Short Call mit einer Zuweisungswahrscheinlichkeit von 30%. Also wenn man 100 Aktien von dem Basiswert im Depot hat und darauf jetzt einen Call verkaufen will, stellt sich auch die Frage, zu welchem Strike-Preis mache ich das Ganze dann später. Und dann kann man das Ganze auch analysieren und dann kriegt ihr hier auch, ist jetzt dasselbe Bild, weil ich ja eben das umgeändert habe, dann würdet ihr hier oben eure Aktien verlieren und hier unten würdet ihr die Aktien behalten und würdet die Prämie für euch mit einsammeln. So, dann schauen wir das Ganze doch jetzt nochmal für Apple an zu einem bestimmten Auslaufdatum. Nehmen wir hier wieder den 20.08., klicken auf die Analyse. Die Wahrscheinlichkeit zur Zuweisung ist wieder auf 30%. Ich wollte eigentlich den Put, nehmen wir mal den Put dazu. So, genau, die Wahrscheinlichkeit zur Zuweisung liegt hier auf 30%. Und dann sehen wir hier den Strike-Preis. Das wäre der 130er Put jetzt hier an der Stelle und unsere Grenze sozusagen liegt hier bei ungefähr 135. Wahrscheinlich ein bisschen unter 135, sonst hätten wir nämlich hier den 135er Put genommen. Aber nein, wir haben jetzt hier den 130er bekommen, würden dafür 143 Dollar bekommen. Das macht einen Profit von 0,7% pro Monat und eine Downside Protection von 8,58%. So, aber weil die Zahlen uns ja jetzt alleine relativ wenig sagen, wollen wir das Ganze natürlich noch mit unseren anderen Kandidaten, auf die wir eventuell auch einen Put verkaufen wollen, vergleichen. Dementsprechend halten wir einfach die Steuerungstaste gedrückt und selektieren hier die Tickersymbole, die wir mit dazu haben wollen. Man kann das Ganze auch mit Steuerung A machen für alle, aber ihr kennt euch da ja schon aus. So, mittlerweile hat sich dann hier was bei den Expirations getan und zwar haben sich die jetzt reduziert. Jetzt werden nur noch die angezeigt, die alle Aktien, die ihr ausgewählt habt, auch gemeinsam haben. Also wenn zum Beispiel Palantir nicht dieselben Expiration Dates hat wie Apple, dann wird das Ganze reduziert auf die Expiration Dates, die sie gemeinsam haben. So, und da ist jetzt auch der 20.08. wieder mit dabei. Das ist ja die ganz normale monatliche Auslaufzeit im August. Und dann können wir wieder auf Analyse klicken. Das dauert dann auch mal ein bisschen, weil das Ganze ja alles berechnet werden muss im Hintergrund. So, und jetzt haben wir hier genau dieses Bild, was wir eben auch in der Präsentation hatten. Einmal den 130er Apple Put für 144 Dollar mit einem Profit von 0,7%, Downside Protection von 8,45%. Dann der 85er AMD Put mit einem Preis von 171 Dollar. Profit 1,2% und Downside Protection 10,8%. Und dann hier Palantir Profit 4% pro Monat. Bei dem 24er Put würden wir 147 Dollar bekommen und eine Downside Protection von 8,67%. So, jetzt kann es sein, dass ab und zu mal die Bid-Ask-Preise bei der Plattform, wo ich das Ganze runterlade, das ist von yahoo.com, dass eventuell mal der Bid- und der Ask-Preis irgendwie auf Null sind oder sehr komisch berechnet werden. Und wenn euch die Zahlen hier ein bisschen spanisch vorkommen, könnt ihr auf den letzten Preis gehen. Dann nehmt ihr einfach den letzten gehandelten Preis und macht dann diese Berechnung daran. Wenn wir dann nochmal auf Analyse klicken, dann müsste sich hier eventuell dann ein bisschen was ändern. Aber an sich sollte dann Preis zwischen Bid und Ask auch zu ganz guten Ergebnissen führen. So, seht ihr, jetzt hier hatte sich sogar gar nichts geändert.
Jetzt solltet ihr hier auf den Profit pro Monat achten, weil die Downside Protection ja anhand des Kursverlaufes in der Vergangenheit ermittelt wird. Ja, weil ihr die Wahrscheinlichkeit vorgibt, mit der ihr zugewiesen werden wollt. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit weiter runterschrauben auf 10%, dann ändert sich dementsprechend auch die Downside Protection, weil ja jetzt hier ein tieferer Strike gewählt wird. Das sehen wir jetzt hier zum Beispiel. Ja, dann steigt auch die Downside Protection. Also ihr könnt das alles über die Wahrscheinlichkeit, zugewiesen zu werden, einstellen. Aber natürlich seht ihr auch, dass euer Profit pro Monat dann runtergeht. Ja, bei Palantir jetzt nur noch 0,9%, bei AMD 0,4% und bei Apple 0,2%. Dafür haben wir jetzt hier sehr viel mehr Downside Protection mit 18,2% bei Apple, 17,5% bei AMD und 20% bei Palantir. Natürlich könnt ihr auch, ich stimme wieder auf 30, das Ganze für verschiedene Laufzeiten vergleichen. Ja, also wenn ihr jetzt überlegt, okay, soll ich jetzt die Juli-Option noch verkaufen? Oder schon die August-Option. Dann schauen wir nochmal, wie es im Juli aussieht. Das war jetzt nicht mehr so weit hin, aber wir können dir den Profit pro Monat ja immer noch vergleichen, weil das ja auf einen Monat hochgerechnet wird. Und dann sehen wir, wir würden sogar ein bisschen mehr Profit pro Monat machen, 6,7% hier bei der Palantir-Aktie. Allerdings sinkt dann auch die Downside Protection, weil ja auch die Spanne, in der sich der Kurs bewegen kann, jetzt sehr viel kleiner ist. In dieser einen Woche, bis die Option ausläuft, dementsprechend gibt einfach eine längere Laufzeit eine größere Downside Protection. Dementsprechend muss man sich jetzt hier mal so ein bisschen entscheiden zwischen dem Profit pro Monat und der Downside Protection. Aber ich denke, mit dem 20.08. und einem Profit von 5% ist das sogar ein ganz guter Wert. Und eventuell findet ihr auch einige Aktien, die dort noch bessere Werte liefern. Aber mit dem Tool habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, viel einfacher und schneller eure Aktien miteinander zu vergleichen. Eine Sache am Schluss noch, und zwar könnt ihr, wenn ihr einen kürzeren Zeitverlauf in der Vergangenheit nur in Betracht ziehen wollt, weil zum Beispiel eine Aktie von einem Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend gewechselt hat, könnt ihr einfach eure Lookback-Days zum Beispiel auf die letzten 180 Tage begrenzen oder vielleicht sogar nur auf die letzten 3 Monate, ja, dass ihr nur 90 Tage mit dazu nehmt, damit ihr einfach einen kurzfristigen Trend dort mit erfassen könnt. Und ich erwähne es natürlich gerne nochmal zum Schluss. Das Tool ist für alle kostenlos runterladbar. Ich stelle den Link dazu auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung und auch ins gepinnte Kommentar. Dort könnt ihr euch das Tool runterladen und eure Optionen suchen, die ihr verkaufen wollt. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann unterstützt doch gerne unseren Kanal über den Donate-Button. Vielen Dank. Und damit sind wir auch am Ende unseres Einsteigerkurses angekommen. Ich hoffe, ihr konntet einiges dabei lernen. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und ob ihr auch Interesse an einem fortgeschrittenen Kurs habt. Wenn ihr noch weitere spannende Aktienanalysen sucht, dann schaut doch mal hier oben rechts in der Playlist vorbei. Und ansonsten gibt es hier unten rechts noch sehr lukrative ETFs. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.